So bei uns jetzt im Sommerinterview die Spieler Köln und Woltering nach dem grandiosen 7-0 Testspielsieg gegen die U17 von TuS Homberg. Ja, wie sind die Eindrücke aus dieser Partie? Ja, erst einmal auf jeden Fall optimistisch. Nach den 7 Toren waren wir auch sehr erfreut, dass wir überhaupt kein Gegentor bekommen haben. Und vielleicht möchte Winnie erstmal anfangen mit der Abwehr und dann steigern wir uns so. Also die Abwehr war heute die Kirsche auf der Torte. Nein, keine Ahnung. Ich bin natürlich selbst Abwehrspieler, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Aber nein, es war eine sehr starke Mannschaftsleistung. Jeder hat wirklich reingeworfen, was er reinzuwerfen hat. Das hat uns sehr gefreut. Also wir haben allgemein sehr defensiv sehr gut gestanden und wenig zugelassen. Zwar sind auch einige Chancen für die Gegner herausgesprungen, aber da hatte man dann auch das nötige Glück, dass da kein Tor entstanden ist. Aber es gab auch einen Schockmoment. Der Torwart mit einer Handverletzung musste raus. Wie ist da der Stand? Ja, also der Torwart, der musste leider raus, direkt ins Krankenhaus. Und ja, es ist jetzt, also der Stand ist bis jetzt, dass er eine Bänderdehnung hat. Die Röntgenbilder kommen noch. Und wir hoffen natürlich, dass er keinen Bruch erlitten hat. Und ja, wir sind eigentlich ganz optimistisch, dass er sich schnell wieder, dass die Genesung schnell voranschreiten. Wie zufrieden seid ihr persönlich mit eurer Leistung heute? Ich habe zwei Fehler gemacht oder so, oder zwei, drei Fehler, aber daraus ist jetzt kein Tor entstanden, deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Ich habe ein Tor geschossen, was eigentlich sehr selten ist. Und ja, ich fand eigentlich so die Mittelfeldarbeit und die Sturmarbeit, die war auch sehr gut heute an diesem Spieltag. Und dann noch die abschließende Frage: Wie sind die Aussichten für das Turnier in Erkelenz? Ich glaube, wir gewinnen das Turnier. Sehr hoch mit vielen Toren, würde ich sagen, oder? Also Ziel ist auf jeden Fall, mindestens Erster zu werden. Also der Pokal, der muss drin sein. Ja, also und auch wirklich jedes Spiel also zweistellig zu gewinnen, Und wenn nicht sogar dreistellig. wenn es ganz glatt verläuft, dann immer ohne Gegentore. Okay. So stellen wir uns das Das, alles ja, vor. Ob das, es das, dann wirklich so ja. sein wird, das werden wir dann in einer anderen Genau. Folge nochmal thematisieren. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch.